Präsident Ahmadinejad ist ein Vorbild für die Führer der Welt, da er wirklich den Unterschied versteht zwischen Judaismus, der Spiritualität, der Religion, der Hingebung und Hinwendung zu Gott und dem entgegengesetzten Konzept des Zionismus, welcher ein Materialismus ist und im Wesentlichen gottlos ist. Er ist ein Werkzeug des Nationalismus und das wird von der Tora klar und deutlich verboten. Which is a materialism, godless in its essence, and a goal just for nationalism, and which is something forbidden clearly and distinctly by the Torah. Der Judaismus fordert von den Juden, demütig zu sein und loyal zu dem Land zu stehen, in dem sie leben. In every country in where they're residing. Der Zionismus begann vor 100 Jahren und von Beginn an haben die rabbinischen Autoritäten ihn abgelehnt. Nur dadurch, dass während des Holocaust so viele dieser Führer getötet wurden, konnten die Juden unglücklicherweise Opfer der Macht der Zionisten werden. Viele Führer starben und wir hatten niemanden, der uns den richtigen Weg wies. Nur einige Führer waren noch über, die sich weiterhin an die Tora hielten, egal ob in Palästina oder sonst wo auf der Welt. Und sie stehen auch heute noch für das ein, was in der Tora steht, und lehnen den Zionismus ab, genauso wie unzählige Juden auf der ganzen Welt und in Palästina den Zionismus ablehnen, sich an die Tora halten und die Freundschaft mit den muslimischen Führern und den Moslems aufrechterhalten. Wir nennen sie die Schafe, die unglücklicherweise Opfer des Zionismus wurden. Es lag einfach an ihrer Schwäche, nachdem sie so viele ihrer Verwandten verloren hatten und all diese Dinge sahen, dass sie ein Opfer dieser massiven Propaganda wurden. Aber das ist nicht der Judaismus. Und wir wollen hier betonen, dass der Präsident wissen soll, dass es aber Millionen, unzählige Juden auf der ganzen Welt gibt, die für das einstehen, was die Tora sagt, und die niemals auf das Konzept des Zionismus reinfallen würden. Wir alle beten für die schnelle und friedliche Demontage des jetzigen Staates, sodass wir wieder in Frieden miteinander leben können, so wie wir es vor hunderte von Jahren taten, ohne Leid oder Blutvergießen für alle Geschöpfe Gottes, so wie im Iran, wo wir diese wundervolle jüdische Gemeinschaft haben, die dort seit Tausenden von Jahren lebt. Gott segne Präsident Ahmadinejad. Ich wünsche Ihnen eine gute Gesundheit und viel Erfolg in Ihrem Leben. Seien Sie sich gewiss, dass wir zusammenbleiben werden. Much success, God's help, inshallah. Pleasure and an honor to meet such a strong believer in the Almighty. Me too. Knock.
Salah.